Hallo liebe Zuschauer, die Arbeiterwohlfahrt Lausitz möchte noch in diesem Jahr ein Jugendwerk gründen. An meiner Seite steht nun die Projektleiterin Stefanie Jurisch. Nun, wie kam es überhaupt zu der Idee, ein Jugendwerk zu gründen? Im Jahr 2014 ist der Landesverband Sachsen an uns herangetreten und hat uns das Projekt 7 unter 25 vorgestellt, wo halt der Grundgedanke war, junge Menschen für ein soziales Projekt zu begeistern. Im Schuljahr 2014, 2015 haben wir damit auch gestartet. Wir hatten da 4 Schülerinnen und Schüler gehabt, die an einem sozialen Projekt gearbeitet haben. Wie sieht die Idee 7 unter 25 genau aus? Ja, der Grundgedanke dabei war, 7 junge Menschen unter 25 Jahren für ein soziales Projekt zu begeistern. Uns ist es aber eigentlich egal, wie viele da mitmachen wollen. Im ersten Schuljahr, also 2014, 2015, hatten wir 4 Schülerinnen und Schüler und dieses Jahr haben wir 10 Schülerinnen. Welche Projekte sollen nun mit dem Jugendwerk realisiert werden? Wir haben da schon mehrere Ideen. Also das Projekt 7 unter 25 soll auf jeden Fall weitergeführt werden. Dann wollen wir noch ein Projekt gesunde Ernährung machen, wo wir halt überlegen, auch mit Schülern wieder an Kitas oder Grundschulen zu gehen und dort ganz einfach mal über gesunde Ernährung zu sprechen, zu sagen, ja, was ist eigentlich gesund, was ist ungesund. Vielleicht auch mal auf einen Bauernhof zu gehen und zu schauen, wie man eigentlich eine Kartoffel erntet, weil viele Kinder wissen das ja leider nicht mehr. Dann haben wir noch die Idee Act and Art. Da wollen wir den Schülern eigentlich auch total freie Hand lassen, was sie machen wollen. Da können sie Fotografien machen, sie können malen, Bodypainting, ist ganz egal. Also je nach Lust und Laune. Und damit wir vielleicht auch noch ein paar Jungs ansprechen können, wollen wir auch noch das Projekt Sport mit einführen. Ja, Sport, da kann man eigentlich auch alles machen, was man möchte. Meinetwegen ein Turnier veranstalten, je nachdem. Und die Projekte sollen dann natürlich auch ineinander übergreifen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Projekt 7 unter 25 eine Weihnachtsfeier gestalten, dass man da sagt, die Gruppe Act and Art macht dort meinetwegen ein Theaterstück als Beispiel, dass halt wirklich die Projekte ineinander übergreifen und das ein großes Ganzes wird. Sie haben es gerade angesprochen, Sie möchten Jugendliche, Junge noch mit begeistern für das Projekt. Warum sind die noch nicht da? Ja, soziale Arbeit ist halt eher was für die Mädchen. Und wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir noch ein paar Jungs im nächsten Schuljahr mit dazu gewinnen können. Je nachdem, mal schauen. Vielleicht interessiert sich ja doch jemand für die Themen. Wenn ich jetzt mich für das Projekt auch interessiere, wo kann ich mich melden und was sollte ich mitbringen? Ja, man kann sich direkt bei mir melden, entweder per E-Mail oder Telefon. Die Kontaktdaten findet man auf unserer Internetseite www.abo-lausitz.de. Ja, und mitbringen sollte man auf jeden Fall viel Freude an der Arbeit mit Menschen und ja, Lust, gemeinsam etwas zu bewegen. Dann danke ich für das Interview und wünsche noch weiter frohes Schaffen. Danke auch.